Oh, das sieht cool aus, ne? Das sieht cool aus. Das wird, da ist er, da ist er. Das sieht krass aus, ne? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, mein Team Frühaktiv. Na, Leute, genießt ihr jetzt das Wochenende und habt die Nacht durchgemacht oder seid ihr jetzt schon inzwischen wach? Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid, egal was ihr gerade durchgemacht habt. Oder wenn ihr auf dem Klo sitzt, das wäre wahrscheinlich auch ganz interessant, ne? Mal schauen, wie viele Likes wir durch Klositzer kriegen. Na, ich habe hier ein interessantes Video entdeckt, tatsächlich, von dem guten Retaliate. Und zwar hat er eine Methode gefunden, wie man unveröffentlichte LTMs in Season 2 spielen kann. Zum Beispiel Boden ist Lava, Sturmkönig, ne? Der Sturmkönig hatten wir ja tatsächlich in Halloween. Aber jetzt in Season 2 ist ja dort eine Agentur. Und das zeigt er in diesem Video, ist mega interessant. Will ich mir einmal anschauen, ne? Ich habe ihn auch unten verlinkt. Könnt ihr auch gerne vorbeigehen, Leute. Auch bei ihm ein Like hinterlassen, ne? Ist sein Video. Ich hätte gerne selber das irgendwie gemacht und euch selber persönlich jetzt im Spiel gezeigt und gespielt und, ne, und das Ganze angeguckt und was auch immer. Aber die ganzen Leute, die diese Methode gemacht haben, die haben nicht, das nicht öffentlich gemacht, wie die das gemacht haben. Und so einfach ist das wahrscheinlich dann auch nicht. Deswegen muss ich mir da leider ein Video anschauen, aber das Video ist trotzdem mega, mega interessant. Trotzdem würde es mich freuen natürlich, Leute, wenn ihr einen Abo-Button reinhauen könntet und die Glocke aktiviert, wenn das Video irgendwie auf der rechten Seite vorgeschlagen wurde oder YouTube so gnädig war und mich vielleicht mal endlich mal auf der Startseite empfohlen hat. Oder vielleicht ist es sogar viral gegangen. Ja, schon seit Millionen von Jahren geht kein Video bei mir viral und wird an alle Leute gezeigt. Ne, nur an die Leute, die mich abonnieren. Als ob YouTube so gnädig ist. Ne? Aber egal, genug geschwafelt. Ich würde mal sagen, wir legen mal los. Ne? During Halloween time. Erzählt hier ein bisschen erstmal. There's an LTM called the Storm King LTM. Now we thought it'd be a good idea to see what happen if we loaded into the Storm King LTM in Season 2. Und da sieht man, ne? Da sieht man, die sind gerade in Season 2 da oben, ne? Und laden ganz rechts ins Storm King LTM, okay? This is impossible and you shouldn't be able to do this. However, könnte mega nice sein, ne? We're actually able to do this. So huge shout out to him. This video genau, der Max Bär, der macht auch viele coole Sachen. And he uploads leaks and stuff like that. Ey, der hat Stan im Namen, ganz rechts. Ganz rechts, Leute. Der hat Stan im Namen. Ehrenmann. Gefällt mir. So make sure you guys go and follow him, if you're not already. And as well as loading into Stone King LTM, we also loaded into some unreleased LTMs. Enjoy it. LTM. Unreleased LTMs, as well as the Floris Lava LTM. Oh, hier hat der Boden ist Lava geladen in Season 2, Leute. Ah, schön, schön, schön. Ich hoffe, das kommt wirklich alles in Season 2. War da gerade Essensschlacht? Achso, Essensschlacht mit Essenslage, ne? Frikiert heißt das. Hey, die sind jetzt in der Runde drin. Sieht hier, ne? Schriftzug kommt schon mal. Man sieht auch an der Zone und dann auch an dem Licht, dass die da drinnen sind. Sieht schon mal mega. Oh, da kommen auch die Blitze. Oh mein Gott, da kommen auch die Blitze, Leute. Das sieht mega nice aus, ne? Oh, ich würde das so gerne selbst ausprobieren, ne? Ich würde es wirklich so gerne ausprobieren, dass ich mir die, dass ich das selbst mal spielen könnte. Vielleicht so im Stream oder so. Ah, da ist der Sturmkönig, Leute. Der hat die halbe Hütte abgerissen. Das sieht mega nice aus. Ohne Witz, das sieht mega nice aus mit dieser Agentur und auf einmal erwacht dort der Sturmkönig und macht das halbe Gebäude kaputt. Gibt dem Ganzen nochmal ein ganz neues Ambiente oder das Gefühl, dass das wirklich so gewollt ist. Weil, ne, die Agentur hat ja quasi auf genau dem Platz das Ganze aufgebaut, aber der Sturmkönig lebt ja immer noch unter der Erde, ne. Dieses uralte Böse ist ja immer noch da und kann ja trotzdem noch auftauchen. Mega nice. All my keybinds are completely messed up because I had to load in on an alt account. I've got a box in the Storm King LTM. Hier hat er eine Box beim Sturmkönig, ne. Mal schauen, was sich verhält. Okay, safe können die nicht aufmachen. Right, I think we're gonna get attacked. Wait, what the hell? I think the server's just crashed. I can't move anything. So my game keeps on glitching out. You can see I can move now and then it okay, freezes ab und zu mal glitcht so das Spiel. Because Epic Games didn't expect anyone to do this. And ja, das liegt halt daran, dass Epic ja das nicht natürlich nicht perfekt sag ich mal zu Ende programmiert hat. Und das ja auch nur durch irgendwelche privaten Server geht, ne? Deswegen die Zombies sind mal komplett brain deaf und der Sturmkönig so ein bisschen. What the fuck? So yeah, we've definitely broken this. Okay, zweiter Versuch. Here we go, we're about to get in the battle bus and let's see if we load in. And here we go, we're doing the Stone King LTM one last time. There we go, you can see this is the Stone King and now we're gonna try and land on the center. Okay, die versuchen es nochmal. Versuchen es nochmal, weil die Server vorhin sind anscheinend ein paar Mal gecrashed und die KI ist komplett ausgefallen dabei. And let's see what it looks like. Now there's also boxes in this as well, which is kind of insane. And I just want to see it spawning because last time looked so sick. And there we go, you can see it spawning in. And here we go, guys. Da ist er, da ist er.
sieht krass aus, ne? Da sieht krass aus, wenn er diese Agentur da auftaucht und alles auseinandersprengt. Aber so wie es aussieht, die KI fällt dabei komplett aus, weil der natürlich nicht dafür gedacht ist, jetzt in Season 2. Der Karton hat ja mal mega gewirkt, ne? And you can see that Stone King's fully spawned in now, and we actually have to destroy the weak points. Let's hope that the server doesn't crash this time. And just as I said that, oh, die Server sind wieder gecrashed. Schade. Aber sieht trotzdem mega nice aus. Sieht mega fett aus, ne? Stone König war schon echt nicer Modus, finde ich. Ah, da hängt die Rakete mal eben in der Luft. Wenn ihr euch über Ping beschwert, Leute, das war gerade ein Ping. Lava LTM, oh, das könnte auch mega nice sein. Ne, Deep Fried, also hier frittiert der Modus. And here we go. You can see that it's actually lava, and we just got kicked from the game. Ah, yeah, that game had you gekickt. I have no idea what that actually was. You can see it keeps on crashing. I have no idea what's going on. I think everyone else is experiencing the same thing. Okay. It's completely glitching out. I don't think anyone's ever seen this before. So it keeps on loading in for a second and then loading out. You saw that then it showed for three times. And then here we go. We're actually on the lava now. Okay. So I have no idea what's going on. Das Spiel zeigt so ein bisschen, erst ein bisschen Gameplay, aber zeigt immer wieder den Ladebildschirm, ne? This does make for a good video. Ah, yes. See how soon okay. That actually was. I'm not sure if I'm actually able to go on my minimap, but you did see that I did look up. And here we go. We're in the game mode. But ah, jetzt ist er ein bisschen drin. Jetzt. Ah, oh, das nervt ja. Hatten wir jetzt schon mal als Bug tatsächlich, ne? In Season 1. Bestimmt immer wieder gezeigt wird. Sure the floor is lava LTM has never even been on the chapter 2 map. I may be wrong about that, but I'm pretty sure it never has. So the fact that that's even shown up is kind of insane. And what the hell? Oh, das sieht cool aus, ne? Das sieht cool aus. Das will ich mir mal von oben angucken. Das will ich mir mal von oben angucken, weil die Lava ist natürlich nicht dafür gemacht, dass die Insel aktuell ja mehr oder weniger eine richtige Insel ist und am Rand natürlich auch einen Strand hat und so weiter. Das hat ja die Lava quasi in Kapitel 1 ja immer beachtet, dass die Insel quasi eine Plattform war und an den Rändern immer, sag ich mal, abgefallen ist, ne? Aber wenn wir uns das Ganze jetzt von oben angucken, der See bei Lazy Lake da oben, ne? Erstmal überhaupt keine Lava da, der Staudamm hält dicht. Staudamm hält dicht, obwohl ich würde sagen, dass Lazy Lake ein bisschen tiefer liegt. Aber da merkt man auch so ein bisschen die Höhenverteilung der Map, ne? Die Höhenverteilung der Map geht ja quasi von Sweaty Sands, ist sehr, sehr flach, da ist quasi Meereshöhe und dann geht es immer höher und höher und höher und steiler und steiler und dann natürlich irgendwann die krassen hohen Bergen mit dem Schnee oben drauf. Das ist, glaube ich, auch ein Problem bei dem Boden ist Lava-Modus hier ins Kapitel 2 mit dieser Karte, weil die Map natürlich, sag ich mal, eine ziemlich lineare Höhenverteilung hat und deutlich natürlicher ist, als es noch bei Kapitel 1 die Sache war, weil da gab es Berge, irgendwann gab es so einen Pickel, ne, und dann war es wieder komplett Flachland, dann gab es wieder einen kleinen Berg und so weiter und das hat sich komplett über die ganze Karte verteilt. Die Kapitel 1 Map war einfach deutlich unnatürlicher, es gab unnatürliche Berge, die einfach auch so aus dem Land rausracken, während die das hier natürlich deutlich normaler gemacht haben. Deswegen ist Sweaty Sands natürlich in diesem Fall immer natürlich unter Lava, weil die am flachesten sind und das ist ein bisschen schwer zu balancen, weil ansonsten landen natürlich alle bei den Schneebergen, das sind die höchsten Punkte. Hey, look how sick this is. Aber da sieht man auch, wie das unten am Strand abläuft. Das sieht so krass aus. Ne? Steamy Stacks hält sich auch noch gut, aber das wird schon nach ein paar Minuten, wird das schon hier alles unter Lava stehen. Ne? Also da müsste man definitiv noch Anpassungen machen bei der ganzen Geschichte. This is probably the coolest thing. Nee, ihr müsst bedenken, Leute, der Modus wurde einfach nur geladen mit so, wie er es im Spielerteil drin ist, so wie er für Kapitel 1 vorgesehen ist, ne? Denkt jetzt nicht das, was ihr hier seht, dass das Epic genauso, sag ich mal, gerade plant oder irgendwann so aktiv ist dann für Kapitel 2 oder Season 2, sondern es ist wirklich so einfach nur reingeklatscht sozusagen, erzwungen. Das Spiel hat das Ding geladen, obwohl es eigentlich gar nicht kann. Und genau da, deswegen ist es jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig. Und wenn Epic daran arbeitet, müssen die natürlich da Optimierung dran machen. Aber da ist die Agentur. Ja, das ist doch die für die ersten Schlagkollegen. Das ist doch für die ersten Schlagkollege. Muss auch das Spiel ein bisschen spielen. Aber der hat einen Burgerkopf wieder, das war auch mega cool, ne? Oh, der ganze Keller steht unter Lava. Oh, das sieht so cool aus. Kind of sick, and you can see that we have all of the new type of loot and everything. Hopefully, I didn't fall into the lava. And look how sick that is. Das sieht so cool aus, ne? Wie da die Lava hier im Lüftungsschacht ist, Leute. Obviously, if I fall in there, I'm screwed. So let's not go over there. Da müssen die Gas geben, ne? Aber die haben noch ein bisschen Zeit. So I've actually got to be careful if I go down there. Überall Lava, sieht mega dangerous aus, ne? Also ja, Epic müsste da noch arbeiten, dann können die das Ding rausbringen. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, ne? I'm actually going to try and climb to the top of this wall because okay, I'm going to try to climb to the top. So let's see if we're actually able to still do this glitch.
Okay, der kann ewig hochklettern. Oh my god, this is probably the sickest thing ever. Look at this, guys. I didn't think we're supposed to be up here, and I have no idea. Die Mauer geht runter. Ach so, die Mauer geht kaputt. Deswegen. Ich dachte, der fliegt immer höher. Ich dachte, er fliegt immer höher. Okay, die Barriere ist runter. Beschütze dein Restaurant. Oh my god, 500 kassiert auf Lava. I'm gonna stand here for a few seconds and see if it actually is. By the looks of it, it does seem that the entire map is gonna get covered by lava. Okay, right, everything is so glitchy. As you guys can see now, everything is just glitching out. Total am Längen, am Glitchen, ne? Aber, okay. Aber, unreleased the Propert LTM, ne? Also noch ein weiterer Chameleon. Ah, das habe ich, darüber habe ich schon mal berichtet. Ich erinnere mich. Ne, das war, glaube ich, noch, auf von Season 9 auf Season 10. Ich erinnere mich, in den Spielerteilen wurde ein limitierter Zeitmodus gefunden, Prop Hunt auf der Battle Royale Insel, ne? Also quasi ein Hide-and-Seek-Modus, mehr oder weniger auf der Battle Royale Insel und nicht nur im Kreativ. Das hat man in den Spielerteilen gesehen, es war total neblig, man hatte aber diese Prop Hunt Waffe. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass ich wirklich Gameplay davon sehe. Der Modus heißt Chameleon, ne? Verwandelnde Props zu verstecken, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die das nie reingebracht haben. Ne? In Season 10 kam kein neuer Modus rein, Season 11 kam kein neuer Modus rein. Keine Ahnung, warum die das nie umgesetzt haben. Ne? Die haben es irgendwie in den Spielerteilen gehabt, aber dann doch irgendwie verworfen anscheinend. Ja, aber es gibt noch die quasi die Überreste in den Spielerteilen. Okay, anscheinend kann er diesen Modus nicht laden. Ne? Jedes Mal, wenn er den lädt, fliegt er wieder raus. Schade. Schade, 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 aber er hat noch einen vierten Modus neben Sword Rush. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Eieiei. Das ist eines der seltensten Modi ever gewesen, Leute, weil den haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, ne? Abgesehen von Endgame. Oh, Hot Rush. Nice. Sieht ein bisschen aus wie Sturmkönig, ne? Runde 1 ist am Start. Oh, das wäre auch ein cooler Modus, ne? Gegen das spricht eigentlich nichts. Okay, bin mal gespannt. Ah, doch, aufgetaucht. Okay, scheint auch nicht zu funktionieren, schade. Aber der Kristall war da. Aber keine Zombies aufgetaucht, ne? Okay, hier haben wir wieder Boden ist Lava, sieht immer noch nice aus. Sturmkönig. Okay, hier macht er noch einen Recap, sagt er abonnieren und so weiter. Solltet ihr auch machen, Leute. Schaut gerne bei den Retaliate vorbei, das macht immer wieder nice, interessante Sachen. Ich wünschte, ich hätte diese Methode auch und hier Kommentar natürlich nicht vergessen. Schreibt mal runter in die Kommentare, Leute, was ihr dazu sagt. Wie fandet ihr das gerade auf der Season 2 bzw. Kapitel 2, diese, sag ich mal, limitierten Modi auch noch aus Kapitel 1 zu spielen? Wäre mega cool, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Abwechslung in der nächsten Zeit reinkommt. Ne, wir wissen ja, dass Infected bald reinkommt, wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede. In den Spielerteilen wurde ein neuer Modus namens Infected gefunden, oben rechts auf das i klicken. Dort habe ich ja schon diverse Videos dazu produziert. Könnt ihr die werden natürlich nice Sachen sehen. Ansonsten jetzt noch die neue Möglichkeit, auf dem Abo-Button und die Glocke reinzuhauen. Würde mich mega freuen. Ein Like-Button natürlich auch auf meinem Video. Würde mich natürlich genauso freuen. Und gebt mehr Flosse. Flopp.